Meine Herren, darf ich Sie mit Mr. Meltes bekannt machen? Na, guten Abend. Freut mich. Zwei Neulinge also. Nachwuchs in unserer aussterbenden Zunft. Neulinge sind bei Ihnen ja immer am besten aufgehoben. Stimmt's, Mr. Meltes? Richtig, mein Junge. Ich bin der Einzige, der seit 2 Jahren diesen Club besucht. Ich gehöre sozusagen zum alten Inventar. Seit 2 Jahren schon? Das ist Ihnen unbegreiflich, nicht wahr? Ich will allerdings zugeben, dass ich... Wo wollen Sie denn hin, Mr. Meltes? Lassen Sie mich nicht stören, Mr. Meltes. Ich will nur rasch zu Dr. Bryan. Der kommt ja gerade. Also, ich will gern zugeben, dass ich im eigentlichen Sinn gar kein Selbstmörder bin, sondern so etwas wie ein Ehrenmitglied. Da kommen Sie denn nicht regelmäßig? Nein, wissen Sie, ich bin im Grunde meines Herzens ein Feigling. Aber ich liebe diesen Rausch, diesen Prickel, den mir der Club vermittelt. Also, ich weiß nicht, wie ist das zu verstehen? Ich meine den Rausch der Angst, mein Lieber. Ich habe in meinem Leben nahezu jede Art von Zerstreuung kennengelernt. Aber glauben Sie mir, der intensivste Lebensgenuss ist immer noch die Angst. Sie haben also gar nicht die Absicht, sich das Leben zu nehmen? Ehrlich gesagt, nein. Für mich ist das abendliche Kartenspiel nur ein atemberaubender Nervenkitzel. Wenn Mr. Hunter die Karten mischt und schließlich... Na, Sie werden ja selber die Praktiken kennenlernen. Verzeihen Sie, Mr. Meltes, aber von was für Karten sprechen Sie?